Mit dem Titel Sackpfeifen in Schwaben war bei uns in Baden-Württemberg ein großes europäisches Dudelsackspielertreffen mit 19 Nationen. Wir haben das zum zweiten Mal veranstaltet und konnten aus den Erfahrungen des ersten Mals einiges lernen. Ich denke, es war eine sehr schöne, gelungene Sache in Sachen Dudelsackmusik. Die wichtigsten Konzerte waren 6 Stunden europäische Dudelsackmusik hier in einem Festsaal der Waldorfschule und ein großes festliches Dudelsackkonzert in der Stadthalle Balingen. Dort hat es 900 Sitzplätze, ein sehr schöner festlicher Rahmen. Daneben haben wir in Schulen musiziert und wir haben natürlich in den Kneipen und auch in den Kirchen sehr schön Dudelsackmusik gemacht. Unsere Schweizer Nachbarn haben auf originelle Weise mit Hackbrett die Dudelsackkultur gezeigt und waren sehr angenehme, fröhliche Leute. Thank you.
Griechenland und zu Pontos haben wir eine besondere Verbindung. Die Vula Leonidou ist unsere Kontaktfrau und es ist eine alte Freundschaft, wo es sehr freudig war, dass sie hier war. Er hat ein interessantes Sofakissen, ein Virtuose, ein unglaublicher Musikant und einen wunderschönen Begleiter, der sehr, sehr zart und sehr fein diese Dinge begleitet hat. Thomas Mossmann und seine Gruppe sind hier im Haus oft zugange. Sie lernen uns bei unserem Anfängerkurs das Dudelsackspiel, unsere jungen Leute. Und wir verdanken ihm sehr viel. Er ist immer ein Großer bei uns im Land.
Sehr wichtig war auch die Ausstellung der Dudelsack in Europa von Herbert Grünwald aus seiner großartigen Sammlung europäischer Exponate, die wir in Albstadt-Lautlingen im Stauffenbergschloss ausgestellt haben. Ungewöhnliche Klänge, dass man mit Holzreibtönen erzeugen kann, hat uns alle sehr verwundert. War interessant und schön. Tage und vier Nächte gefahren mit einem Chauffeur und mit unglaublich interessanten Instrumenten und tollen Tänzen, die uns alle sehr bereichert haben in diesen Tagen. Thank you.
Ja, sie sind über sich hinausgewachsen. Der Abschlusskonzert waren sie großartig. Nordengland war ein bisschen für Schottland zu verstehen. Wir haben sehr viele schottische Dudelsäcke hier, das ist sehr populär in Deutschland. Die haben wir bewusst nicht eingeladen, weil es so viele schottische Konzerte gibt. Das kennt man. Und wir wollten dieses interessante Instrument aus Nordengland vorstellen. Am wichtigsten waren natürlich die Mitglieder der Volkstanzgruppe Frommern. Sie haben das Ganze getragen, sie waren die Betreuer der Gruppen, sie haben gekocht für die Gäste. Und unsere Gruppe ist eine sehr starke Gruppe. Wir haben insgesamt etwa 150 Mitglieder, Kindergruppe, Jugendgruppe, Erwachsenengruppe, drei Musikgruppen. Und ganz wichtig, eine Schwertanzgruppe, die an diesem Tag etwas Besonderes gemacht hat. Zum ersten Mal im Jahr 2000 haben wir eine Schwertanzkumpanei gegründet und haben dieses auf diesen Anlass gelegt. Wie die Schwerter sich gefunden, wie wir sie nun fest verbunden, den Tod und das Leben. Thank you.
Eine Dudelsackschule ist für die Schwaben, die eigentlich sehr reich sind, etwas Ungewöhnliches. Das kennen wir nicht und da können wir lernen. Wir brauchen auch eine Dudelsackschule. Und das haben sie uns schön gezeigt. Die Bayern haben auf ganz feine Art diese älteren Musikanten gezeigt, wie man die Sackpfeife in unseren Breiten einzusetzen hat. Thank you.
In gewohnter Präzision und Feinheit und auch Großartigkeit haben die Slowaken, die diese schöne alte Tradition haben, hier aufgespielt. Hi. Mir fehlen fast die Worte. Es war großartig, es war unglaublich, es war die Weiterentwicklung auf höchstem Niveau, ob in der Kirche oder sonst wie. Es war sicher einer der großen Höhepunkte hier.
Ältere, routinierte Musikanten mit jungen, freundlichen Mädchen haben das Niveau von Brabants Volksorchestra gehalten und das hat sehr bereichert hier. Noi come italiani era nostro dovere. Was soll ich sagen? Die guten Freunde aus Kroatien. Fantastisch, unglaublich begeisternd. Danke. Thank you.
Sie mussten ohne Mikrofone singen, aber sie haben es großartig gemacht und das Konzert war so, dass Leute geweint haben in der Kirche. Es hat wunderbar gepasst, es war fantastisch. Aus Böhmen kommt die Musik, gibt es einen Playback-Schlager in Deutschland. Das war wirklich live und echt, wie alle unsere Musikanten live und ehrlich aufgespielt haben. Und sie waren mir persönlich ganz, ganz weit in der Seele. Sie haben unsere schwäbische Seele sehr getroffen. Yeah.
Galizien sind ausgewanderte Schwaben. Die sind früher mal von hier nach Galizien gezogen. Wir haben ganz besonders verwandtschaftliche Beziehungen zu den Gallegos. Es ist nahezu Liebe, die uns verbindet, unsere beiden Gruppen. Und deshalb sind wir immer glücklich, wenn sie hier sind. Und ihre Musik geht uns sehr in die Beine. Träger dieser Veranstaltung war das Schwäbische Kulturarchiv des Schwäbischen Albvereins und die Volkstanzgruppe Frommern, die hier in diesem Haus ihr Domizil hat. Hier im Haus haben wir 70 Betten, eine schöne Wirtschaft, also eine Treppe und auch gute Räume zum Musizieren und zum Feiern. Das ist der Mann. Meinem persönlichen Schicksal, mein Vater ist in Russland vermisst worden, ist mir besonders ein Anliegen, dass wir die Völkerverständigung sehr betreiben. Und deshalb ist uns hier die familiäre Atmosphäre, das Zusammenleben miteinander ganz wichtig. Das ist auch sehr gut gelungen, weil wir eben sehr, sehr viel miteinander musiziert haben und gefeiert haben. Dieses war auch, glaube ich, das Schönste am Festival, die nächtlichen Feiern nach den Konzerten. Unglaubliches ist fast geschehen und das ist sehr, sehr schön gewesen. Thank you.
Richard Butler ist sicher der Beste und Größte. Es war einfach wunderbar. Das älteste Instrument des Mittelmeerraums, sphärische Klänge, die uns alle verzaubert haben, und dann ein grandioses Finale. Es bleibt eigentlich ein großes Glücksgefühl über ein großes kulturelles Ereignis, das uns hilft, unsere eigene Sackpfeife weiterzuentwickeln. Die Schwaben spielen nicht auf so großem Niveau. Und im Kontakt mit den vielen großartigen Ensembles wie Richard Butler oder den anderen großartigen, können wir einiges lernen für uns. Und ja, auch die Gemeinschaft ist gestärkt worden, weil wir alle an diesen Tagen so fröhlich gewesen sind und so viel Gemeinsamkeit erlebt haben, dass es geholfen hat, den Alltag zu vergessen und vielleicht auch Kraft zu gewinnen für weitere Aufgaben.